respond. Wesker? Monster in chains. Retreat. Not exist. Wave. Woods outside the mantle. Genau da, wo du bist. Und damit herzlich willkommen im wunderschönen Creepy Wald. Hier also mit der Warnung von Wesker und nicht von Barry. This is Brad. Come in, Stars Alpha Team. Come in. Does anybody hear me? This is Chris. This is Brad. Stars Alpha Team. Bravo Team. It doesn't matter. Respond. I repeat. This is Brad. This is Chris. Brad? Damn. Thing's broken. Immerhin, Chris versucht es nicht ganz so oft wie Jill, bevor er begreift, dass das Ding nicht funktioniert. Das ist doch ganz schön, oder? Ach komm schon. Ernsthaft? Das war jetzt nicht nett. Ah, weg mit dir. Oh, wirklich? Jetzt ist es aber mal langsam genug hier. Hallo? Huch, interessant. So, und damit auf zur Residenz. Jetzt aber wirklich. Auf zum Aquaring. Und hier haben wir ein Wiedersehen mit Richard. Wie auch immer das passieren kann. Richard! Chris! Chris, stop! No! Richard! Richard ist so eine arme Sau. Es ist egal, mit wem man spielt, es ist egal, was man tut. Richard stirbt immer. Ja, so ist es leider. Ja, ich gehe einfach mal vorbei an denen und spare mir die Munition. Richard stirbt wirklich immer. Und an der Stelle ist es halt so mit Chris, dass er halt ein bisschen länger überlebt. Ich weiß nicht, was er hier überhaupt macht. Also er könnte ja auch einfach drüben in seiner Heilkammer bleiben. Macht er aber nicht. So, okay, auf Geld bin ich, das geht noch. Und blöderweise denkt er aber nicht dran, da drüben zu bleiben. Nein, er geht hier rüber und denkt sich so, hey, lass doch mal den Aquaring erkunden. Warum nicht? Und stellt sich in die Mitte. Naja, kann man machen. Aber da muss man auch damit leben, dass man dann halt stirbt, ne? Aber wir können uns schon denken, sobald hier das Wasser raus ist, kriegen wir endlich das Kampfgewehr. Und darauf warte ich schon lange. Wir sehen uns gleich am Grunde des Aquarings. Und da zuckt die Fischmutti noch nach. Ja, die habe ich gerade mal kurz gegrillt. Und ich möchte euch natürlich noch zeigen, dass das Kampfgewehr tatsächlich da ist. Das Blöde ist, bei mir kommt gerade die Sonne raus, deswegen sehe ich gerade nicht so viel. Hier liegt es, genau. Neben dem anderen noch recht agilen Fischlein packen wir uns mal jetzt das Kampfgewehr ein. Und ab diesem Moment hat man das dann auch mit Chris. Und ihr seht, ich habe mir auch den Colt geholt. Das heißt, jetzt sind wir ganz gut ausgerüstet. Ich glaube, mehr Waffen kriegt man mit Chris gar nicht. Also, wir sind jetzt quasi schon vollständig ausgerüstet. Wunderbar. Was ich übrigens nicht gezeigt habe, weil es das nicht gibt, ist das Gespräch, das bei Jill zwischen Wesker und Barry stattfinden würde. Das existiert hier einfach gar nicht. Also, wenn man in den Raum kommt, in dem die Leiter runter zum Aquaring ist quasi, in der Residenz. Das gibt's ja gar nicht. So, und wir sehen uns in der Residenz wieder, wenn wir uns vorbereiten, uns Pflanze 42 zu stellen. Bis dahin. Wir befinden uns im Labor der Residenz, dort wo wir mit Jill das, oh Gott, wie hieß es? Ich hab's vergessen leider. V-Jolt? Ich glaube, ja. Das Zeug hergestellt haben, mit dem wir Pflanze 43 zu Leibe gerückt sind. Ja, da gibt's mit Chris einen kleinen Unterschied, denn ich habe jetzt auch natürlich die Tür hier geöffnet, allerdings haben wir da ein Problem, wenn wir die Gläser nehmen wollen. Sie verstehen nichts von Medizin, daher brauchen sie die leere Flasche nicht mitzunehmen. Chris weigert sich vehement, ihr irgendwas zu machen und deswegen lässt es einfach sein. Übrigens haben wir hier drüben, das habe ich mit Jill gar nicht gesehen beim ersten Durchlauf, auch nochmal einen Hinweis darauf, wie wir zusammenrechnen können. Da haben wir dann quasi den exakten Weg, wie wir es zusammen mixen müssen. Das macht es noch ein Stück einfacher, als das mit dem Schriftwerk zur organischen Chemie der Fall ist. Ja, und da wir Pflanze 42 nichts tun können in Form von chemischer Kriegsführung, müssen wir das Ganze wohl oder übel auf kämpferischem Wege machen. Das haben wir mit Jill auch nicht gemacht. Aber mit Chris bleibt uns auch hier nichts anderes übrig, als volle Kanne auf Kampf zu gehen.
Wie schon gegen die Schlange, gegen Yorn, machen wir das auch hier. An der Stelle speichere ich dann, glaube ich, doch mal. Denn ich habe den Kampf zwar schon mal gemacht, aber ich habe diesmal einen anderen Schwierigkeitsgrad gewählt und deswegen... Achso, Quatsch. Und deswegen speichere ich lieber doch mal an der Stelle, falls dann vielleicht doch irgendwas in die Hose geht. Sonst ist gleich alles im Arsch, das muss ja nicht sein. So, gehen wir gleich mal hier über Chris drüber. Gut. Wunderbar, auf zu Platz 42. Ich freue mich so. Kein Barry, der mit einem Flammenwerfer kommt und uns hilft. Nein. Diesmal müssen wir es alleine regeln. Und los geht's. Komm schon, du Stück. Wir machen gleich mal hier hoch, denn von hier oben aus hat man eine... Ja, du Sau. Von hier oben aus hat man eine wunderbare Sicht auf die Pflanze, sodass man mal ohne Probleme draufballern kann. Ich laufe dann mal wieder, solange die Tentakelchen hier kommen. So, man muss sich immer ein bisschen in Bewegung halten, weil das Mädchen... Naja, es ist ein bisschen pissig. Und, man will nicht unbedingt in die Nähe der Tentakel kommen. So, ich glaube, ein Stück habe ich schon abgeschossen. Wer weiß. Auf jeden Fall wird sie nicht freundlicher, dadurch, dass wir hier an ihr rumschießen. Ach, komm schon. Wie geht's mir denn eigentlich? Mal kurz schauen. Ach, gelb ist noch in Ordnung. So, okay. Ja. Ist ja gut. Oh nein. Ja, wir können auch runtergeschmissen werden. Das kann auch passieren. Ich glaube, wir sollten dann doch mal gerade... Ja, ich glaube, jetzt ist es Zeit, das Heilmittel zu benutzen. Deshalb habe ich es mit eingepackt. Merkt ihr schon, das Pflänzlein ist nicht gerade freundlich. Okay, nachgeladen hat er aber wenigstens. So, Baby. Schüttel deine Ranken für mich. Wildes Mädchen, schüttel deine Ranken für mich. Und stirb bitte. Mich steckt aber gut was weg auf dem Rad hier. Und zumindest mehr als auf dem anderen. So, das ging daneben. Die mit ihrer blöden Säure, ne? Oh nein, ich habe schon wieder das Nachladen vergessen. Mensch. Ah, er hat es jetzt aber schon gemacht. Und dann haben wir es auch geschafft. Also, Grundregel, in Bewegung bleiben, immer draufzimmern und am besten ein Heilspray mitnehmen. Das kann echt nicht schaden bei der hier. Es gibt bestimmt auch filigranere Methoden, da ohne großartigen Schaden rauszukommen. Die kenne ich aber nicht. Und ich muss sagen, ich komme auch so ganz gut zur Rande hier. Auch wenn wir doch ein bisschen erwischt wurden, aber das macht nichts. So, Pflänzlein tot und wir verschwinden. Aber wir treffen nochmal auf ein paar Leute, denn wir erinnern uns, hier war ja ein großes Stell-Dich-Ein, das sich die Leute gegeben haben. Oh, you scared me. You okay? Yeah, it's dead. But... Richard... He's... Gone. I'm sorry. It's my fault. I should have watched out for him. I found a pharmaceutical room. I think I can come up with something useful. I'll be there. I'm glad you're still okay. Ich frage mich, ob sie mit Es ist tot überhaupt was anfangen kann. Sie war ja nicht in dem Raum gewesen. Kann ja nicht gewesen sein. Wir waren ja der Erste, der ihn betreten hat. Und Rebecca bezieht ab diesem Moment Stellung hier drüben im Labor, in dem Chris selbst nichts machen konnte. Und da gehen wir uns doch mal kurz heilen, oder? This room is equipped with all sorts of medical supplies. Want me to treat your wounds? Yes, please. Yeah, would you? Rebecca hat ihre Wunden behandelt. Wunderbar. Und damit Thanks. Begeben wir uns in Richtung Ausgang. Ach, komm schon.
Wir werden es schon schaffen. Be strong, Rebecca. Chris auch von der Körpersprache her voll das Einfühlungsvermögen, ne? Das ist super. Aber gut, ich meine, er ist Soldat oder... Ich weiß gar nicht, die sind ja keine Soldaten eigentlich. Das ist ja eine Spezialeingreiftruppe der Polizei, ne? Na gut, jedenfalls lassen wir Rebecca hier zurück. Ich weiß nicht, was Rebecca und Richard hier in der Residenz überhaupt machen. Die haben ja eigentlich gar nichts zu suchen, finde ich. Und hier treffen wir wie Wesker auf Wesker. Chris, you're alive. My words exactly. Where's Jill? Thought you were with her. Yeah, I know. We got separated. I see. Anyway, we better find a way out of here before we turn into zombie food. Got any suggestions, Wesker? We should get a better grip on the situation. There must be areas still to be explored in that other mansion. Chris, I want you to check them out one more time. I'll continue my investigation here. Sure thing. Gut, und damit machen wir auch genau das, was er will. Wir begeben uns in die Residenz und sehen uns dann dort wahrscheinlich auch wieder. Bis dahin. Ach nein, da sind wir nochmal, denn hier kommt ja nochmal ein Funkspruch und den will ich natürlich nicht außen vor lassen, wenn wir schon alle Szenen hier zeigen, in denen irgendwas anders ist. Dann natürlich auch diese, denn Chris hat ein bisschen was anderes zu sagen als Jill, auch wenn Brad sage ich schon. Doch Brad, natürlich Brad, das wahrscheinlich nie hören wird. So, Chris, sag an. Irgendwo hier müsste es doch kommen, oder? This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Krista, Brad, can you hear me? Brad! Damn! Wie gesagt, Chris ist nicht ganz so derpig wie Jill und rafft's ein bisschen eher, dass es nicht funktioniert. Gut, also bis gleich in der Residenz. Im Anwesen meine ich natürlich. Bis dahin. Und immer noch nicht im Anwesen, denn ich wollte euch nicht vorenthalten, auch Wesker kann Türen reparieren, nicht bloß Barry kann das. Schützen Sie sich hiermit vor dem Ungeheuer in Ketten, das gegen Kugeln gefeit ist. Ich habe auch den Türgriff repariert, damit Sie entkommen können. Wesker. Ja, er ist tatsächlich ziemlich hilfreich hier bei Chris, was eigentlich gar nicht so richtig einleuchten will. Aber gut, wir brauchen halt einen nützlichen Sidekick, was auch die... Unterstützung im Kampf angeht und die Unterstützung mit allerlei Heilmitteln und Munition, ne? Wie wir sehen, haben wir hier doch einiges an Erste-Hilfe-Sprays. Gut, jetzt aber wirklich ins Anwesen zurück. Mensch. Zurück im Anwesen. Wir befinden uns in der Küche und wir sehen schon, was da schön blinkt. Wir haben einen weiteren kleinen Schlüssel. Den können wir dann für die letzte Tür, die man mit einem Dietrich öffnen könnte, einsetzen. Und das ist bei mir in diesem Falle die Gittertür im Hinterhof, die den Zugang zwischen Galerie und dem Hof herstellt. So, und ich wüte dann mal ein bisschen weiter und hole mir die Batterie. Rebecca! Is she upstairs? Ein Schrei von Rebecca und dieser kommt, wenn wir die kleine Kammer betreten, die wir mit dem Spencer-Anwesen-Schlüssel aufmachen. So, bevor wir da aber jetzt hochgehen, will ich mal ganz kurz noch hier das Wappen einsammeln. Ich mach's mal in einer etwas anderen Reihenfolge als beim ersten Durchspielen mit Jill. So, nehmen wir uns mal das Metallobjekt. Dann müssen wir ja noch den Steinring dazu finden. Und ansonsten müsste es... Genau, hier hinten gibt's noch eine Blendgranate. Irgendwas ist hier noch, aber ich weiß gerade... Achso, oh ja, wichtig. Gewehrmunition. Davon habe ich gar nicht mehr so viel, weil ich hier ganz schön rumballer wie so ein Wildwestheld. Gut, damit haben wir alles. Und dann sollten wir mal schauen, was denn mit Rebecca los ist. An dieser Stelle ist es doch schon ganz wichtig. Denn, naja, hier geht es jetzt darum, ob Rebecca überlebt oder nicht. Mit Barry ist es ja so, dass man ihn... im Kampf gegen Lisa quasi retten muss, indem man ihm seine Waffe zurückgibt und ihn im Kampf am Leben hält. Bei Rebecca ist es ein bisschen anders, da die ja nicht kampfgestählt ist. Das heißt, mit ihr kann man nicht kämpfen. Mit ihr wird man auch nicht kämpfen. Sie wird einem nie im Kampf beistehen. Deshalb wird das hier ein bisschen anders geregelt mit dem, ob sie überlebt oder nicht. Und dazu müssen wir hier hinten in dieses Büro rein.
denn Rebecca ist ein bisschen in Nöte geraten. Interessant, ich sehe gerade, sie hat sich auch umgezogen. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, ich habe die BSAA-Klamotte an und sie hat auch was anderes an sich gerade. Und damit ist sie gerettet. Rebecca. Chris! You okay? I didn't mean to get you worried. We can't stay here any longer. We have to get to the others and find a way out of here. You with me? Yes. Then I'll go ahead. Until then, Rebecca, you're on your own. Stay cool and use your better judgment. Got it? I can handle myself. Good luck. Ja, du kommst klar, solange du keinem Hunter begegnest, nicht wahr? I didn't mean to get you worried. Ich hatte nicht so viel Angst, im Gegensatz zu dir. Rebecca sieht erleichtert aus. Ja, das wäre ich auch, wenn mir gerade jemand das Leben gerettet hat. Interessantes Outfit. Ja, vielleicht lege ich dann doch nochmal die hässliche Freizeitklamotte von Chris an, damit wir auch nochmal das andere Outfit von Rebecca sehen, bei der Freizeitklamotte. Ihr seht auch, Chris ist hier ein ganzes Stück muskelbepackter, wollte ich sagen. So, ihr seht, der hat viel dickere Oberarme, das ist halt das Outfit, wie er dann später aussieht, wenn er dann erwachsen ist. Also, ich will ja nicht sagen, dass er hier noch nicht erwachsen ist, aber er ist schon noch ein Jüngling, ne, in dem Spiel. Und da sieht er schon ein ganzes Stück anders aus. Ist schon erstaunlich, wie stark er sich verändert hat in den Resident Evil Teilen. Wird er dann der übelste durchtrainierte Bodybuilder. Na gut, also wir sehen uns dann wieder, ich weiß gar nicht, wo sehen wir uns denn wieder? Ja, wahrscheinlicherweise im Höhlensystem, ne? Denn dort stirbt ja Enrico und das wollen wir uns auch dort anschauen. Also bis zu den Höhlen. Und da sind wir in den Höhlen und werden jetzt Enricos Tod mitbezeugen können. Das tut mir äußerst leid. Im Prinzip ist es so ähnlich wie bei Jill. Kein großer Unterschied wirklich. Enrico, don't come any closer, Chris. What happened? Double crosser. Enrico, wait. Enrico! Umbrella. Enrico! Double crosser? Ja, der Unterschied ist, Chris dreht sich sofort um, wie das eigentlich auch logisch wäre, wenn man hört, dass ein Schuss hinter einem abgegeben wird. Getötet durch eine Kugel. Wer könnte es sein? Hm, wie viele gibt's denn, die hier als Verräter in Frage kämen? Was denkst du? Moment, er hält etwas in der Hand. Nein, wirklich, die Kurbel. Ja, die nehmen wir gerne mit. Wer könnte es denn sein? Was denkst du denn? Ist es vielleicht Rebecca, die arme, kleine, hilflose, unschuldige? Weg mit dir. Oder ist es vielleicht Jill, die ebenfalls arme Kleine, so gut wie Hilflose, die irgendwie verschwunden ist, seit sie mit Wesker mal allein war? Oder ist es vielleicht Wesker, der eben Leute verschwinden lässt? Oder dem angeblich Leute abhanden kommen? Ja, ich weiß es nicht, wer könnte es wohl sein? Gut, und das war es im Prinzip auch schon wieder unterschieden für die Höhlen, denn... Ja, Jill wurde ja von Barry verraten und zurückgelassen unten bei Lisa. Das ist bei Chris anders. Er geht einfach badass, wie er ist, furchtlos da unten rein. Bei ihm gibt es niemanden, der ihm den Aufzug wegnimmt. Er will einfach da unten reingehen, um es zu ergründen, offenbar. Also, die nächste Station, bei der wieder was unterschiedlich ist, Schnauze, das ist dann, wenn wir zum Labor durchgehen, in Richtung, bei Lisa unten, wenn wir sie das letzte Mal sehen, beim Grab ihrer Mutter. Und genau dort werden wir dann wieder einschalten. Also, bis dahin, wir sehen uns. Kleine Intervention, wir sind doch nochmal hier, denn ich sehe gerade was. Ich habe gar nicht damit gerechnet, aber ich glaube, das liegt wohl daran, dass ich beim ersten Mal durchspielen mit Chris knapp 4 Stunden gebraucht habe. Das heißt, ich bin unter dem Limit von 5 Stunden geblieben und erhalte nun offenbar eine Belohnung dafür. Wir kriegen den Flammenwerfer. Leute, wird das geil. Ich bin schon sehr gespannt, wen ich damit brutzeln werde. Eigentlich können wir damit doch einfach mal die Spinne brutzeln gehen, oder?
Warum eigentlich nicht? Komm, wir brauchen das Ding doch ansonsten nicht weiter. Dann würde ich sagen, setzen wir das direkt bei der Spinne ein, weil die ja gleich hier um die Ecke kommt. Sehr akrobatisch, Chris, sehr akrobatisch. Klar, den Spaß gönnen wir uns mal. Ich bin echt gespannt, wie das Ding funktioniert. Denn ich habe noch nie den Flammenwerfer gehabt, auch bei Resident Evil 1 nicht. Den will ich mir mal ganz kurz anschauen. Ja, der ist halt unverbogen, ne? Eine Antipersonenwaffe, die einen Flammenstrahl ausstößt. Ich freue mich. Na, da bin ich ja echt mal gespannt, wie das Ding so funktioniert. Ich weiß halt nicht, wie stark der Feuerstrahl ist, der da rauskommt. Also erstens, wie weit er geht und zweitens, wie gut er reinhaut. Aber wir werden es gleich rausfinden. Mädchen, du hast ein ganz heißes Problem. So, erstmal gehe ich ein Stück aus dem Weg. Ja, geht nicht so weit, der Flammenstrahl, ne? Muss man mal dazu sagen. Aber ich hoffe mal, dass er gut reinhauen wird. Ach, komm schon. Muss das denn sein? Ja, ist jetzt vielleicht auch nicht der günstigste Gegner dafür, weiß ich nicht. Hey, bleib oben. Und hör auf zu spucken, du großes Tier. Ich halt einfach mal drauf. Geht, geht. Übrigens, kleiner Tipp, wenn ihr hier gegen die gekämpft habt und noch die Spinnen am Hals habt, ihr müsst die nicht bekämpfen. Geht einfach raus und danach wieder rein. Habt den Tipp irgendwo gesehen und es funktioniert tatsächlich. Danach sind keine kleinen Spinnen mehr da, keine großen Spinnen, nichts. Und ja, ich habe gerade schon den Hunter gehört und im Gang dort taucht dann ein Hunter auf. So, wie viel haben wir denn? Oh, ich habe natürlich schon ziemlich viel verbraucht, ne? Also die ist zwar eine witzige Angelegenheit mal, um sie auszuprobieren, aber die, ja, ist nicht sehr, die hält nicht lange aus. So, komm, dann machen wir mal hier gleich so. Warum nicht? Wir haben's doch. Und da ist er auch schon leer. Das geht echt schnell. Verdammt, das eine hättest du wenigstens noch durchbrennen können. Jetzt muss ich mir doch noch das Kampfmesser nehmen, so ein Ärger. Na gut, wir sehen uns aber jetzt wirklich dann wieder, wenn wir uns dann Lisa nähern beim Altar ihrer Mutter. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns dann. Und nochmal eine kleine Unterbrechung. Wir werden den Flammenwerfer auch sofort wieder los, ne? Also, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so eine Eigenart mit Chris. Also, wenn man auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, keine Ahnung. Als ich das auf ihn auf sehr einfach gespielt habe, war das nicht der Fall. Wir müssen den Flammenwerfer hier wieder einsetzen, um dann noch voranzukommen. Ich weiß bloß nicht. Ach, wir können ihn theoretisch wieder mitnehmen. Okay, also dann muss man ihn auf jeden Fall hier mit dabei haben, um ihn hier einzusetzen. Nur noch mal kurz als kleiner Hinweis. Jetzt aber wirklich dann, wie gesagt, bei Lisa, wenn wir dann dort sind, ne? Und nochmal eine kleine Unterbrechung. Wir haben es immer noch nicht geschafft. Aber ich habe vorhin gelogen, Chris muss doch einen anderen Weg nehmen, weil der Aufzug bei ihm einfach kaputt ist. Also ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, aber habe ich jetzt gerade erst gesehen, beim ersten Mal durchspielen habe ich das gar nicht mitgekriegt. Der Aufzug ist hinüber. Gut, ich kämpfe mich dann mal raus. Wie gesagt, wir sehen uns dann wirklich, jetzt aber mal wirklich, wirklich, wirklich bei Lisa dann wieder. Bis dahin.